Ich heiße euch herzlich willkommen zu Blameless, einem Horrorspiel, was von euch in den letzten Tagen sehr oft empfohlen wurde. Und ich dachte mir, ey, das passt perfekt, ich werde das Einteiler jetzt einfach mal reinbauen. Und wir schauen uns mal an, worum es sich hier handeln wird. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass es anscheinend ein relativ normales Horrorgame ist, von wegen, du bist in einem Haus eingesperrt, du musst raus. Aber es soll ziemlich gut sein, weil ihr habt alle gesagt, spiel es auf jeden Fall, es ist sehr gut und es soll circa eine Stunde gehen um den Dreh. Deswegen gehen wir einmal kurz in die Settings und ignorieren die, weil da wahrscheinlich sowieso nichts einzustellen ist. Oder vielleicht doch, ich gucke nochmal rein. Okay, das kann ich einfach alles lassen. Sehr gut, also machen wir einfach direkt in den Startbildschirm. Drücken wir auf den Startknopf und werden dieses Spiel starten, weil es gecrashed. Super. Cool. Architect. Okay. So I take job offers as they arise. So, when this guy called me, I was relieved I could finally get a paying job. Okay, wir sind Architekt und wir haben einen Job bekommen. He needed help with interior design for his house that he was building. I always respected people who can do construction, so I naturally agreed to come and take a look. Wir sollen uns ein Haus anschauen. I already had a couple of ideas. It was already quite late, but he insisted on me coming over the same day. I tried to comply because I didn't want to lose this offer. I drove there with my car. His house was all the way over in the suburban area. Quite remote, but with other houses nearby. Ein halb place. Moment, jetzt ist gleich nochmal. A man met me at the front gate. Also ein leicht abgelegenes Haus. Fence, and the gate was made of rotting wooden planks. He started showing me around the yard. It seemed weird that there was a large garbage container blocking the way, so we had to go through the garage to get inside the house. He took me through the rooms, so I started looking around. At one point, I saw a stain, and at first glance it seemed like brick dust. But then I realized it was blood, spilled on the floor. I thought that maybe there was another worker who got injured, so I turned to tell the man. That's when I saw his hand raised to hit me. He was holding a metal rod. Before I could defend myself, he hit me in the head. Okay. I must have passed out. I don't know how long I was out. Also, wir sind Architekt, sollten uns ein Haus anschauen und wurden dann von unserem Auftraggeber K.O. geschlagen. Woke up. Okay, gut. Blameless, das ist das Intro. Ziemlich startmäßig für ein Horror-Game. Wir sind einfach im Haus drin, wissen nicht, wie wir da wieder rauskommen und warum wir jetzt K.O. geschlagen wurden. Aber auf jeden Fall haben wir auf dem schon wieder das Spiel gecrashed. Was ist denn los in letzter Zeit? Okay, so, jetzt funktioniert es aber auch. Okay, jetzt sind wir in Blameless drin. Wir wurden K.O. geschlagen, nachdem wir gemerkt haben, dass irgendwo ein Blutfleck auf dem Boden ist und unser Arbeitgeber uns nicht erklären wollte, warum das da war. Okay, cool, wir sind da. Und endlich geht man... Oh. Ganz cool aus von Lichtern her. Gut. Oben links ist ein kleines B, was uns sagen soll, dass das Spiel gespeichert wird. Das wurde mir schon mitgeteilt im Ladebildschirm eben. Das Spiel ist gerade eingefroren oder gespeichert? Nein, es hat nur gespeichert. Okay. Was ist das hier? Ist das ein Handy? Wir haben eine sehr komische Handyhülle. Das ist kein schönes Handy. Nokai. Ich meine, es ist kein Nokia und deswegen ist es kaputt gegangen. Weil Nokia kann nicht kaputt gehen, wie wir wissen. Kann ich damit irgendwas machen? Da wurde gerade irgendwas unten erklärt. I. Okay, wir können in unser Inventar reingehen. Und oh, okay. Kann ich hier mit irgendwas... Nein, ich kann es wieder wegstecken. Ah, ich kann es auch anschauen. Das Nokai. Das neue Nokai. Das stimmt wohl. Habe ich auch ein Sumsung dabei vielleicht? Ein Sumsung? Oder ein U-Phone? Vielleicht... Wow! Du solltest es vielleicht nicht ins Gesicht schlagen, Kumpel. Mach's bitte, Dankeschön, mach's wieder weg. Das stimmt. Und gleichzeitig sieht der Blutfleck hier aus, als ob es irgendwie so ein komisches Gesicht wäre. Richtig... komisches, verkrüppeltes Gesicht von einer alten Frau oder sowas. So, das ist, warte mal, das hier ist so das Gesicht. Das hier sind die Haare, die runtergucken. Das hier ist der Mund. Hier ist die Nase. Da ist ein Auge und hier ist so ein Auge. Das sieht so richtig verkrüppelt, komisch aus und ist sehr unangenehm. Oh. Okay, das ist cool gemacht. Seems fresh. The blood hasn't completely dried out yet. Okay, die Untersuchungsmechaniken sind sehr cool gemacht. Hier würde er mir sagen, es weggezogen wurde, oder? Ja, das Blut ist frisch und irgendjemand wurde hier weggezogen. Oder zumindest irgendetwas wurde über das Blut drüber gezogen. Ist ziemlich cool gemacht mit dem Untersuchen, muss ich sagen. Ist eine sehr coole Mechanik, wenn man sich so nah ranzoomen kann und nochmal so einzelne Elemente angucken kann. Erinnert mich so ein bisschen an Heavy Rain, was wahrscheinlich keiner von euch gespielt hat oder kennt, aber es ist ein sehr gutes Spiel für die PlayStation 3 damals. Ich glaube schon fast 10 Jahre alt oder sowas. Das war sehr cool gewesen. Kann ich es aufmachen? Ja, kann ich tatsächlich. Ist das eine Waffe jetzt? Oder? Nein. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den jetzt wirklich brauche. Ist das jetzt ein Gegenstand oder habe ich den einfach in der Hand? Ich habe ihn anscheinend einfach in der Hand. Ich brauche den nicht. Ich nehme den trotzdem mal kurz und lege ihn vielleicht... Okay, eigentlich wollte ich den drauflegen. Das kann ich aber anscheinend nicht. Ich lege ihn einfach da auf den Boden
Und okay, gut, ich schätze mal, ich kann einfach alle Gegenstände in die Hand nehmen, aber brauche die nicht unbedingt. Ich lege die einfach mal dahin, falls ich noch Werkzeuge brauchen könnte. Warum auch immer ich jetzt nicht einfach mit dem Hammer hier die Tür aufschlage. Hey, aber egal. Ist jetzt halt wohl so. Kann ich hier nämlich auch... Nein, ich kann hier nicht einstecken, oder? Nee, ich kann einfach nur die Hand nehmen. Ich nehme einfach die Säge in die Hand, das ist meine Waffe. Meine Waffe of Choice. Die beste Waffe, die ich mir hätte einfallen lassen können. Okay. Warum kriege ich immer Skype-Nachrichten? Das ist total nervig. Ich habe es eigentlich komplett ausgestellt, aber irgendwie überlappt das manche Spiele trotzdem und zeigt trotzdem an, dass Leute online kommen. Egal. Kann ich hier jetzt mit dem Hammer vielleicht raus? Kommt auf das Ex, brauchen wir nicht. So, Hammer. Irgendwann muss ich mich nicht hinknien, um Sachen aufzuheben. Ja, okay, gut. I can't get further through here. There's no door handle. Ja, deswegen schlägst. Why would he hit me and then lock me in here? Das ist eine gute Frage. Vielleicht kannst du deswegen einfach den Hammer nehmen und damit aufschlagen. Nein, es geht nicht. Schade. Kann ich irgendwas anderes mit dem Hammer machen? Kann ich hier vielleicht durchbrechen? Oh, es ist sehr dunkel hier. Oh, oh! Lauf nicht über meinem Kopf! Ich krieg den Sand in die Augen. Das tut weh und es brennt. Da muss ich es mir rausreiben. Das möchte ich nicht. Das sind Schmerzen. Kann ich hier irgendwas aufheben in diesem Teil? Oh, vielleicht das hier? Weiß ich nicht. Aber das sieht aus, ob man damit irgendwas aufbrechen könnte. Vielleicht. Nee. Ich bin mir nicht genau sicher, wie es mit den... Oh, okay. Das hat einen Sound. Ich bin mir nicht genau sicher, wie das ist mit den Werkzeugen und sowas. Ob das einfach Gegenstände sind, die ich aufheben kann. Oder ob ich manche von denen sogar brauche, um Rätsel zu lösen. Weiß ich noch nicht. Werden wir wahrscheinlich irgendwann sehen. Okay, hier kann ich vielleicht jetzt zumachen. Kann ich... Oh! Ich lasse ihn jetzt her. Ich weiß nicht, wo die waren, aber die habe ich jetzt. Kann ich damit irgendwas... Nö. Okay. Ich habe sehr viele Sachen, die ich aufheben kann, aber nichts davon scheint mir irgendwas zu bringen. Deswegen schaue ich mir einfach mal weiter um, ob hier vielleicht irgendwo ein Werkzeug liegt, wie... Ich kann halt alles aufheben! Ich brauche nichts davon! Mann! Okay, einfach mal weiter schauen. Kann ich vielleicht hier an diesen komischen Steinen rumspielen, mit irgendwie so ein bisschen rausschauen? Aber nein, anscheinend nicht. Ich schaue mich einfach ein bisschen gründlich um. Ich gehe mal davon aus, hier ist irgendwo ein Gegenstand, den ich brauche. Obwohl ich nicht mal weiß, was ich gerade überhaupt vorhabe. Vielleicht soll ich dem Blut folgen? Kann ich nur irgendwas anderes untersuchen? Wahrscheinlich, ne? Dem Blut kann ich aber auch nicht folgen oder sowas, ne? Okay, wo führt das Blut denn hin? Nirgendwo hin. Das ist aber schön. Ist vielleicht doch hier irgendwas in der Ecke? Nein, kann ich... Ich muss das ja irgendwie aufmachen können, oder? Anscheinend nicht. Was zur Hölle ist hier in der Decke, Alter? Das soll wahrscheinlich einfach die Dämmung aufhalten oder sowas? Ich weiß nicht. Ist hier irgendwas in dieser sehr dunklen Ecke versteckt vielleicht? Sieht nicht so aus, leider. Sieht leider nicht so aus. Oh, ich versuch's nochmal irgendwie mit Werkzeug hier. Nein? Ich kann mit nichts machen. Moment, hat mir gesagt, hier ist ja kein Door-Handle. Also nichts zum Aufmachen. Hier ist kein Türknauf oder kein Türgriff, je nachdem, was wir brauchen. Vielleicht liegt der hier herum. Vielleicht muss ich den ja einfach finden und dann dran stecken. Das wäre jetzt ein sehr komisches Rätsel, warum sollte er es mit mir hier drin liegen lassen, wenn er einfach nur will, dass ich hier drin sterbe? Aber, hey, okay, wenn er wollen würde... Oh, kann ich das vielleicht? Nein. Wenn er wollen würde, dass ich sterbe, könnte er mich ja einfach hier umbringen. Hat aber nicht getan. Also will er wahrscheinlich, dass ich irgendwas mache. Kann ich vielleicht dem Kabel von... Nee, ich könnte theoretisch die Steckdose hier rausziehen, aber... Wie viel das bringen würde, ist eine andere Frage. Ist ja einfach dunkel hier drin, da würde ich nichts mehr sehen. Das ist wahrscheinlich nicht so gut. Zum Glück habe ich das nicht getan. Zum Glück kann ich das nicht tun, weil ich hätte es getan. Ich bin dumm. Ich kann aber nirgendwo hier raus, ne? Ich bin jetzt ehrlich gesagt ein bisschen verwirrt. Aber ich habe jetzt gefühlt eigentlich schon alles abgesucht und weiß nicht, wo ich hier noch als nächstes gucken könnte. Aber ich schaue mich einfach mal ein bisschen um. Oh, okay. Oh, oh, okay. Ich dachte, es wäre irgendwas Sinnvolles, aber nein, ich kann einfach nur Licht anmachen und den Hammer nehmen, den ich auch nicht brauche wahrscheinlich. Aber gut, wir haben jetzt zumindest hier mal in einer Ecke Licht gemacht, was wir aber anscheinend auch nicht brauchen. Hey, wir sind einen Schritt weiter gekommen. Oh, wait, was kann ich denn hier machen? Okay. Was bringt mir das? Okay, ich kann anscheinend irgendwas zwischenstecken, aber ich weiß jetzt halt nicht genau, was mir das bringen könnte. Kann ich da vielleicht irgendeinen Gegenstand drin einquetschen? Was könnte mir das bringen? Ich weiß nicht. Nein. Also irgendein Gegenstand muss ich da reinstopfen. Ich weiß aber nicht genau, was. Was könnte mir denn was helfen? Die Metallstange? Die vielleicht. Ich könnte es mal probieren. Vielleicht kann ich die da einquetschen, dann wird die irgendwie dünn, dann kann ich damit die Tür aufbrechen, kriegt er dann durch eine Waffe oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht. Vielleicht muss ich das Ding erstmal komplett aufdrehen. So, das ist jetzt komplett offen. Kann ich jetzt irgendwas da reinmachen? Nee, anscheinend nicht. Also irgendein Gegenstand muss ich da reinstopfen, damit ich ihn damit einquetsche, kaputt mache, irgendwas mache, um dann damit die Tür aufzubekommen. Ich weiß nicht genau, inwiefern mir das helfen könnte, aber das ist halt ein Gegenstand, den ich zumindest benutzen kann.
Und das wird irgendwas bedeuten. Es wird irgendwas bringen. Es muss irgendeinen Gegenstand geben, den ich da reinstopfen kann. Einfach mal oh, das, die Lichteffekte sehen theoretisch, die sehen sogar echt ganz gut aus, finde ich. Ich meine, grafisches Spiel ist nicht der Wahnsinn, aber die Lichteffekte sind ziemlich cool, ne? Die sehen sehr realistisch aus. Ich weiß nicht genau, welche Engine das hier ist. Wirkt eigentlich ein bisschen wie Unity in cool. Also ich schaue einfach mal, ob ich hier vielleicht irgendwo was finde, was ich in die Tür stecken könnte, was ich aufheben kann. Irgendwas hiervon? Nein, anscheinend nicht. Finde ich aber ehrlich gesagt ganz cool. Das ist ein ziemlich cooles Rätselgame. Ich hoffe, das bleibt so von den Rätseln her. Auch wenn ich jetzt gerade nicht weiß, welchen Gegenstand ich da jetzt reinstopfen soll. Einfach mal, okay. Wie kriege ich die Tür auf? Ich brauche irgendwas, was ich vielleicht als, was ich als Türgriff benutzen könnte. Was könnte ich dafür gebrauchen? Irgendein Türgriff. Also irgendein Gegenstand, den man auf jeden Fall seitlich drehen kann, wie den hier vielleicht. Ist es komplett aufgedreht? Ist es, ja. Wie soll ich denn überhaupt einen Gegenstand da reinmachen? Vielleicht kann ich ja mein Handy... Ich weiß nicht, was es bringen sollte, aber... Naja, hätte es sein können. Schade. Vielleicht habe ich irgendwas mit vielleicht den Settings? Ich muss gucken, ob die Controls vielleicht irgendwie falsch habe. Gibt es irgendwas, was ich nicht... Cycle Inventory. Use Flashlight. Habe ich überhaupt schon Flashlight? Weiß ich gar nicht. Nein, ich habe kein Flashlight. Gut, ich habe also keine Taste, die ich jetzt irgendwie übersehen habe oder sowas. Ich muss einfach nur irgendeinen Gegenstand da reinmachen, bei dem ich es nicht weiß. Ich trenne nochmal... Vielleicht bringt das irgendwas zu drin. Ich weiß nicht, warum es das bringen sollte, aber... Nein, hier ist nichts. Kann ich es auch komplett zumachen? Ja, kann ich. Gut, ich suche mal. Okay, ich hatte tatsächlich sogar richtig gedacht, ich kann den Gegenstand hier da reinstecken. Ich weiß nicht genau, warum den und nicht die anderen, aber ich muss wahrscheinlich irgendwas hier mit umbiegen. Ich kann es mal probieren. Ich muss ehrlich sagen, ich habe noch keine Ahnung, wohin mich das jetzt führen wird. Also kann ich es dann reinstecken und dann vielleicht umdrücken? Also ich muss das irgendwie... Kann ich es hier mal vielleicht fixieren? Ich soll es ja benden, also ich soll es umknicken. Vielleicht kann ich gegenschlagen. Nein? Ich brauche irgendeinen Gegenstand. Mich jemand? Ja. Okay, ich muss ehrlich sagen, die Rätsel sind ziemlich cool gemacht und ziemlich smart. Kann ich das rausnehmen? Das sieht doch locker, ne? Okay. Cool. Das heißt, ich habe mir jetzt ein eigenes Werkzeug gebaut, um hiermit aus dem Raum rauszukommen. Bis jetzt muss ich schon sagen, es spiegelt schon ein paar Bonuspunkte für endlich mal logische Rätsel, würde ich sagen. Okay, das ist aber auch noch nicht alles, was ich brauche. Ich muss irgendwie noch mehr hiermit machen anscheinend. Was kann ich denn noch hiermit machen? Ich muss nochmal reinstecken. Okay. Okay, ich krieg's vielleicht jetzt noch zu lang. Vielleicht muss ich's abschlagen. Irgendwas. Ich habe Angst, dass ich die Säge benutzen muss, weil ich komme in die Säge, glaube ich, leider gar nicht mehr ran. Fuck. Ich habe es gleich hiermit gemacht. Vielleicht das? Ah, nein. Vielleicht das Endstück abknipsen. Ja. There's no point doing this at the moment. Also ich brauche es, aber jetzt noch nicht. Anscheinend. Okay, also dich nochmal nehmen kann ich... Nein. Oh, ich hätte eine Idee. Ich nehme dich mit und stecke dich vielleicht hier an die Seite. Nee, dich kann ich noch gar nicht benutzen. Moment mal, wofür habe ich jetzt noch das Werkzeug? Ich bin davon ausgegangen, dass es auf jeden Fall dafür da, um die Tür zu öffnen. Wird es wahrscheinlich auch sein. Aber was brauche ich denn jetzt erstmal? Das hier vielleicht? Ich wüsste nicht wofür. Was soll ich jetzt überhaupt machen? Ich meine, klar. Das hier kann ich wahrscheinlich in die Tür reinbrechen. Und dann auf... Was, ich bin nicht genau sicher, wofür das da ist. Ob ich das Türgriff benutzen will, ob ich damit einfach die Tür aufbrechen will. Weil die Tür aufbrechen könnte ich wahrscheinlich jetzt auch schon machen. Habe ich noch ein anderes Werkzeug hier, was ich noch nicht benutzt habe? Abgesehen hiervon, was ich nicht mehr aufheben kann, was sehr scheiße ist. Kann ich vielleicht doch vielleicht irgendwie aufheben, wenn ich mich weiter wegstelle oder sowas? Ich hoffe, ich brauche die nicht. Weil das hätte ich mir jetzt leider wirklich versaut. Ich kann die nicht mehr aufheben. Irgendeine andere Gegenstände, die ich hier brauche? Ich hoffe, ich brauche die Säge nicht. Ich meine, das ist ein Metallstab. Ich hätte wahrscheinlich keine Säge dafür brauchen, hoffe ich. Ich probiere nochmal, wie ich irgendwas mit dem Gegenstand jetzt machen kann. Okay. Doch vielleicht irgendwas? Nö, ich kann damit gar nichts machen. Gut, nochmal zur Tür. Nö, also bei der Tür sagt er mir noch absolut gar nichts. Vielleicht soll ich auch gar nicht zur Tür gehen. Vielleicht soll ich ja irgendwo anders damit lang. Ich habe auf jeden Fall schon mal ein Werkzeug. Wofür das halt da ist, ist jetzt halt eine Frage. Auf jeden Fall wahrscheinlich nirgendwo hierfür. Ist da irgendwas anderes hier, was ich damit theoretisch machen könnte? Nö. Es gibt ja nur die Tür. Es gibt die Tür und diese... diesen Arbeitstisch hier. Es muss irgendwas hiermit sein. Ich hoffe, es ist nicht die Säge, sonst bin ich im Arsch. Oh, wow. I might be able to get further through the attic. Gut. Ich muss nicht durch die Tür. Ich habe völlig falsch gedacht. Ich bin die ganze Zeit vorausgegangen. Ich muss irgendwie durch die Tür durchgehen. Aber nein. Ich glaube, ich muss einfach nur da oben hin. Ich muss einfach nur hier rein, oder? Oh, fuck off. Gut.
Hätte ich mir das denken können, wäre ich vielleicht auch schneller drauf gekommen, dass ich hier hoch kann und was genau ich für ein Werkzeug dafür brauche. Aber gut, ich bin anscheinend dumm. Shit, it's dark. Ich habe ein bisschen Angst, dass hier gleich irgendein Jumpscare kommt. Weil es auch sehr dunkel ist. Okay, atmosphärisch wirkt das sehr cool. Ich habe keine Taschenlampe dabei, oder? What the hell was that? Was war was? Hier war nichts. Kumpel? Hör auf damit. There we go. Will ich das? Ich will's. Okay, hup. Okay, Spiel speichert wieder. Alles klar. Was ist das hier? Okay, Spiel speichert, während Speicher kann ich nichts machen anscheinend. Ist da eine Karte drin? Alter, das ist cool gemacht. Das ist echt cool gemacht. Eine Payback-Karte. Cool. A library card belonging to Helen Woodward. Helen Woodward, okay. Das sind irgendwelche Tabletten anscheinend, die muss ich mir nicht angucken. Gut, ich habe auf jeden Fall jetzt ein Portemonnaie dabei. Ja, ich habe ein Portemonnaie dabei. Okay, dann stehe ich mal auf und schaue mich hier weiter um. Verdammt, ich hätte das Rätsel wirklich ein bisschen besser hinbekommen können, hätte ich gewusst, dass ich nach da oben muss. Ich hätte vielleicht erstmal in die Decke umschauen müssen. Ich habe zwar einmal in der Decke geguckt, aber ich bin nicht davon aus, dass ich wirklich da lang muss. Kann ich das aufheben? Oh! Au! Oh. Okay, wahrscheinlich hätte ich das hier nicht nehmen können. Stuck underneath the beam. It's stuck underneath the beam. Oder doch? Okay, ich wollte nämlich gerade sagen, wahrscheinlich kann ich das nicht nehmen, bevor ich das hier nicht anders abgestürzt habe. Und das kann ich wahrscheinlich mit dem Gegenstand hier in Kombination mit irgendwas anderem. Was kann ich hier mitmachen? Nichts, ne? Okay, ich muss wahrscheinlich wieder irgendwas hier kombinieren, um hier durchzukommen. Okay, das sind die beiden Gegenstände, die ich zumindest aktuell zur Verfügung habe. Ich dachte, das wäre ein Gesicht. Wahrscheinlich bekomme ich noch ein paar mehr. In Kombination dazu, um dann zu schauen, was ich machen kann. Kann ich irgendwas aufheben? Okay, ist cool gemacht. Muss im Spiel mich wirklich aufpassen, dass man nichts übersieht. Und das macht's echt gut. Ist wirklich eins der besseren Puzzle-Horror-Games jetzt schon, obwohl es gerade erst angefangen hat. Ich weiß nicht genau, wie lange es ist. Ich hoffe, es dauert noch ein bisschen und ist nicht gleich zu Ende. Das ist ja sehr doof. Kann ich nichts nehmen? Okay, kann ich hier durch? It's holding with the wires. Okay, die Wires kann ich wahrscheinlich kaputt machen. Aber ich schaue erstmal weiter, ob ich hier noch irgendwas anderes finde. Okay, hier scheint nicht zu sein. Falls ich noch was brauche, gucke ich mich nochmal gleich da um. Ich habe mich noch nicht jetzt komplett umgeschaut, aber ich gehe mal davon aus, ich muss erstmal, um weiterzukommen, das hier nehmen. Und damit die Kabel durchschneiden. Wow, 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 wow. Schlag jetzt nicht ins Gesicht, das könnte wehtun. Okay, mache ich die Kabel mal kaputt damit. The wire cutters are broken. The hinge on that handle should attach, but it's missing. Das stimmt, da fehlt was. Okay, ich muss die Teile also reparieren, indem ich dieses Verbindungsstück mit irgendwas ersetze. Womit könnte ich das machen? Ich bräuchte irgendein kleines Metallstück. Irgendwas in der Richtung. Okay, ich lege es am besten erstmal ab hier in der Mitte, um das Teil zu finden, weil ich glaube, ich kann nichts aufheben, während meine Hände voll sind. Und ich habe aber immer noch kein Flashlight. Ich weiß nicht, ob ich das vielleicht irgendwo übersehen habe, was ich aber nicht glaube, weil ich ja eigentlich jetzt abgesucht habe. Oder ob ich das vielleicht erst später bekomme. Was doof wäre, weil es ist sehr dunkel hier. Okay, jetzt war nirgendwo was drin, ne? Nein, hier scheint nichts drin zu sein. Ich schaue einfach mal überall am Boden, ob ich vielleicht irgendwo dieses Teil finde, was ich brauche. Ich gehe mal davon aus, es wird irgendwo ziemlich mies in der Ecke liegen. Hier kann ich nichts mitnehmen, okay. Also, ich gehe mal davon aus, ich brauche das Teil da. Und um das abzustützen, muss ich vielleicht erstmal das hier hinmachen. Das wird wahrscheinlich schon mal richtig sein. Okay, kann ich hier drauf springen? Nein, kann ich nicht. Kann ich das jetzt rausnehmen? It's stuck underneath the beam. Kann ich nicht, okay. Oh. Gut. Ob das jetzt die Lösung dafür ist, weiß ich nicht. Es könnte aber sein. Kann ich euch kombinieren? What? Nein, du gehst zurück. Okay, und jetzt hier rein vielleicht? Ich bin gar nicht genau sicher, was ich hier machen soll. Ja, und jetzt da das Ding reinstopfen, geht das? Oh! Cool gemacht. Okay, es hat geklappt. Ist echt ganz cool gemacht. Es ist wirklich das eins der realistischeren Horror-Puzzle-Games, die ich hier gesehen habe. Weil die Rätsel wirklich teilweise echt Sinn ergeben. Das ist gut gemacht. Okay, kann ich jetzt hier durch? Ja, will ich hier durch? Ist eine andere Frage. Ich habe ein bisschen Angst, hier bald verfolgt werden oder sowas. Das möchte ich nämlich nicht unbedingt. Es ist sehr dunkel hier. Ist das ein Autoreifen? Nein, das ist kein Auto. Ich dachte, da steht ein Auto seitlich. Oh, ich bin draußen. Okay. Du könntest theoretisch drüber springen und abhauen, das weißt du, ne? Ich würde es. Oh. Shit.
Okay. Okay, eine Sache will ich kurz erwähnen, bevor wir weiterspielen. Das Spiel ist atmosphärisch verdammt gut gemacht, weil es nicht übertreibt mit den Sachen. Es gibt keinen Dämonen oder sowas, sondern es ist eine relativ realistische Angst. Man wird halt K.O. geschlagen von irgendeinem Typen und will hier weggehen. Und man hat halt einfach schon Angst, wenn man weiß, dass der noch da ist, weil das Licht angeht. Ist sehr gut gemacht, muss ich sagen. Oh Gott, ist das dunkel. Oh, ich glaube, ich sehe sogar noch weniger als ihr, weil das, weil meine Beleuchtung mir noch ins Gesicht scheint. Ich deswegen einfach im Kontrast hin noch weniger sehe. Oh, danke schön. Danke, verrückter Keller. Das ist sehr lieb von dir gewesen. Sehr respektvoll. Die Tür wird wieder nicht aufgehen. Die gehen einfach nicht auf, schätze ich. Okay. Ich bleib mal lieber hier. Gut, kann ich hier mit irgendwas... Das geht nicht auf. Dafür werde ich die Crowbar wahrscheinlich brauchen, die ich noch nicht nehmen kann. Ich kann aber wieder zurücklaufen, gehe ich mal von aus. Was ist das hier? The dragging stain again. Oh, ja. Kann ich irgendwas anderes noch untersuchen? Nein. Okay, also irgendjemand wurde hier runtergezogen. Wahrscheinlich Helen. Gehe ich mal von aus. Die arme Helen. No way going back through here. I don't even want to go back. Okay, das Werkzeug konnte ich also nicht mitnehmen? Okay, das macht es jetzt ein bisschen seltsam. Ich konnte das Werkzeug nicht mitnehmen. I don't like the look of that dark corridor. Ich auch nicht. The light switch is working. Ja, ich will da nicht lang gehen. Ich will da definitiv nicht lang gehen, wenn das Licht noch nicht geht. Ich würde aber eigentlich auch nicht hier lang gehen. Ich will eigentlich nirgendwo lang gehen. Okay, ist hier hinten vielleicht irgendwas? Scheint nicht so, ne? Scheint leider nicht so. Verdammt. Okay, ich gehe erstmal hier rein. Raus. Ob das jetzt gut ist, weiß ich nicht. Ich meine, ich könnte theoretisch von hier abhauen, aber ich gehe mal davon aus, wir müssen erstmal lösen, was mit dieser Helen ist. Oh, wir können sprinten. Wir können sprinten. Great. Locked. Puh, wir können sprinten. Wollen wir sprinten? Ich gehe mal davon aus, es wird bald hier irgendein Gegner kommen, auf den ich absolut keine Lust habe. Okay. Ist übrigens ziemlich böse, wenn man so ein Spiel hat, wo man bis jetzt wirklich jeden Millimeter absuchen muss und dann auf einmal so ein riesiges Gebiet bekommt, wo man auf einmal extrem viele Sachen gleichzeitig untersuchen muss und vielleicht finden muss. Deswegen laufe ich ja gerade ein bisschen langsamer und sprinte nicht komplett durch, weil ich davon ausgehe, dass hier überall Sachen liegen könnten, die ich noch brauchen werde. Tun sie wahrscheinlich nicht, aber es könnte sein. Und ich will nicht wieder irgendwas übersehen. Das wäre doof. Okay, hier ist auf einmal viel heller, das ist angenehm. Wenn ich Richtung Licht gucke, sehe ich einfach wesentlich mehr. Sehr gut. Kann ich rein? Ja, aber ich soll die Dinger vielleicht erstmal wegbewegen. Dann könnte ich hier wahrscheinlich durch. So. Komm, ist fallen. Und du auch noch. So, jetzt kann ich aber hier rein. Okay, ist sogar Heli drin, das ist schön. Was kann ich hier drin finden? Eine Leiter, die ich nicht mitnehmen kann. Toll. Das kann ich nicht aufmachen. Und hier kann ich auch nichts nehmen. Wofür ist dieser Raum da? Hier muss da irgendwas sein. What? Okay, Moment. Nein, 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 nein. Nein, nein, hier ist... das sind Bäume. Okay. Ich dachte, das ist eine Hand, die da durchgeht oder sowas. Und ich kann hier gar nichts nehmen. Nichts. Ach, hier ist ein Brief, ja doch. Okay. Von Anna Cadwell. Letzter Erinnerungsbrief. Lieber Mr. Hopkin. 12. Juli 2001 haben wir noch nicht. Okay, wir haben. Die Person hier hat drei Leitern. Oder Scaffolding. Ich weiß nicht, was ein Scaffolding ist. Das wird irgendein Bauinstrument sein. Sich ausgeliehen, haben sie noch nicht zurückgegeben. Wir müssen die innerhalb von 14 Tagen zurückgeben. Wenn wir es nicht machen, wird es sehr viel Ärger geben. Blablabla. Bla bla. You will not receive any more reminder letters from us. Okay, also anscheinend die Person, die sich hier irgendwas erlaubt hat, einfach die Sachen nicht zurückgegeben, die sie sich ausgeliehen hat. Ich gehe mal davon aus, dass die Person, die hier diese Bauarbeiten angefangen hat, nicht mehr lebt und nicht mehr hier ist. Und die Person, die uns hier hingeschickt hat, ist nicht diese Person. This must be one of the three suspension ladders mentioned in the letter. Ja, wahrscheinlich. Kann ich den mitnehmen? Nein. Okay, gut. Den Brief habe ich gelesen. Wahrscheinlich ist der Raum hier einfach nur für den Brief gewesen. Schätze ich. Okay, dann schauen wir uns einfach mal weiter um. Wo können wir denn noch hin? Vielleicht hier hinter? Oh, okay, das Gebiet ist wesentlich größer, als ich dachte. Ich dachte, es wäre vielleicht einfach nur dieses Haus. Aber es ist ja eine komplette Umgebung. Das ist cool gemacht. Okay, so groß ist es doch nicht, aber... Ist ein nettes Spiel, muss ich sagen. Vor allem Kontrast zum Spiel, was wir gestern gespielt haben. Was ja nicht so gut war. Und ihr habt das Spiel auch bewertet, und zwar so im Durchschnitt 4 bis 5. 4,5 würde ich so sagen, von eurer Bewertung her. Kann ich unterschreiben, finde ich auch so. Ich habe es ein bisschen schlechter bewertet, aber ich finde 4,5 ist auch stark in Ordnung.
Okay. Natürlich haben ein paar Leute wieder eine 10 von 10 Bewertung gegeben, wie immer. Weil Leute sind lustig. Haha, 10 von 10, best Spiel ever. Aber ich würde sagen, das hier ist bis jetzt schon so eine 7 oder eine 8. Kommt drauf an, wie es noch wird. Es könnte aber echt eine gute Bewertung bekommen. Bis jetzt ist es echt sehr, sehr, sehr gut. Hier irgendwas machen, nein. Why is everything always locked? Das ist eine gute Frage. Ich könnte drin aber was untersuchen. Aber noch nicht, weil ich noch nicht rein kann. Hier ist ein Schlüssel. Ob ich den aufschlagen kann oder ob ich den Schlüssel für brauche, weiß ich noch nicht. Ich kann nichts mitnehmen. Nope, 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 nope. Okay, wofür ist dieser Raum da? Wahrscheinlich hierfür. Das kann ich aber auch nicht benutzen. Alter, es sind echt viele Räume hier drin, die einfach sinnlos sind. Zumindest auf den ersten Blick. Vielleicht liegt irgendwas rum, was ich übersehe, aber es ist echt so dunkel, dass ich echt nichts Sinnvolles erkennen kann. Also überhaupt kein Gegenstand überhaupt aufheben könnte. Okay, wo kann ich als nächstes lang? Ist hier irgendwas? Nein. Hier war ich noch nicht drin. Doch, war ich. Hier war ich drin, oder? Ich glaube, hier war ich schon drin, ja. Das sieht aber genauso aus wie jeder andere Raum hier. Okay. Ja, nee. Das Gebiet scheint nur dafür da zu sein, um diesen einen Raum reinzukommen, der geschlossen ist. Was ich aber noch nicht machen kann, weil ich entweder noch keinen Schlüssel habe oder kein Werkzeug, was ich dafür brauche. Das heißt, es bleibt nur noch der Teil hier. Ich glaube, ich kann nicht rein. Ich gehe mal stark davon aus, hier kann ich nicht rein. Vielleicht liegt hier bei irgendeinem Werkzeug, weil hier ist es sehr gut beleuchtet. Nein, hier kann ich nicht weiter. Das heißt, wir müssen zurück. Das heißt, wir müssen zurück in das wunderschöne dunkle Haus. Warte, wo sind, von hier sind wir gekommen, genau. Und dann hier in diesen dunklen Teil. Oh! Better. Damit habe ich definitiv nicht gerechnet, muss ich sagen. Ist angenehm. Wir können das Licht anmachen. Okay. Nichts, nichts, nichts. Was sind das? Sind das Fotowände? Ach nee, das sind Anleitungen, wie man die Sachen aufbaut. Okay, das sind so IKEA-Teile. IKEA-Selbstbau-Whatever-Dinger. Okay, die Kabel könnte ich vielleicht für irgendwas geben. What the hell? Okay. Shit, she's dead. Okay. Was she invited here too? Ja, definitiv. Das ist creepy. Okay, und wir haben die Schlüssel. It's dust. Staub. Das ist ja schön. Können auf ihren Arsch gucken, das wollte ich aber eigentlich gerade nicht machen. Ich habe Angst, dass der Typ jetzt da ist. Okay. Das ist creepy. Atmosphärisch ist ziemlich gut, muss ich sagen. Oh, wir haben Licht. Haben wir jetzt Licht? Warte mal, wie halte ich denn bitte das Licht? Was mache ich denn damit? Ist das ein Bug? Okay, scheint ein Bug zu sein, aber wir haben auf jeden Fall jetzt ein Licht dabei, was gut ist. Ich weiß nicht genau, ob wir es brauchen werden, aber wir haben zumindest eins. Okay, hier scheint nichts zu sein. Okay, das heißt, wir haben den Schlüssel, um einen dieser Räume zu öffnen. Genau welchen ich damit öffnen kann, ist mir leider nicht ganz klar. Aber es wird schon irgendeiner sein. Okay, ich bin ein bisschen nervös. Ich will mich nicht so schnell durchbewegen. Ich gehe mal davon aus, es ist der Raum da hinten. Deswegen gehe ich da jetzt auch mal hin. Wenn es der nicht ist, dann kann ich nochmal in den anderen Gebieten gucken. Aber ich glaube, das hier ist der einzige, der aktuell noch verschlossen war. Ich habe ein bisschen Angst, dass der Typ jetzt einfach mich gleich verfolgt. Das will ich nicht. Es muss nicht sein. Why is everything always locked? Wie kann ich nochmal... So. Okay, ist richtig. Okay. Was ist das? Anything useful here? Okay. Was habe ich hier denn gefunden? What's this? Keine Ahnung. Ah, I believe this thing can open fuse boxes. Okay, cool. Ist es das, was ich brauche? Okay, ich kann damit... eine Fusebox öffnen. Also wahrscheinlich den Strom wiederherstellen irgendwie. Genau wie ich das machen kann, weiß ich nicht. Okay, das kann ich nicht nehmen. Was ist denn jetzt mit der Crowbar da oben? Die konnte ich nicht rausnehmen. War die einfach da? So, dass man probieren kann, ob man es öffnen kann? Wahrscheinlich. Okay, wo könnte eine Fusebox sein? Dich? Meint ihr dich? Nein. Okay, irgendwo kann ich jetzt einen Sicherungskasten öffnen. Dich? Okay, wahrscheinlich meint ihr dich. Nein, ich meinte eigentlich dich hier. Aber nein, es geht nicht.
Mach ich da überhaupt Licht an? Oh, ja, das. Okay, cool. Ist jetzt irgendwas anderes, was ich damit machen kann? Nein, okay, ich muss irgendwo einen Sicherungskasten finden. Ich weiß nicht, wofür. Ich weiß nicht, warum es mir so wichtig ist, dass der Strom überall funktioniert. Kann ich dich machen? Du gehst nicht, okay. Ich meine, kann es auch egal sein. Ich meine, wir sind Architekten. Wahrscheinlich ist es einfach sehr wichtig, dass alle Häuser perfekt sind. In guter Kondition. Damit die Leute, die das Haus kaufen werden, nachdem sie mitbekommen haben, dass hier zwei Leute gestorben sind, mindestens, vielleicht auch mehrere, sich nicht beschweren können. So, hey, gut, ein paar Leute tot. Aber immerhin funktioniert das Licht. Alles in Ordnung. Ist hier noch vielleicht was? Scheint nicht so. Okay, wo könnte eine Fusebox sein? Wo? Wahrscheinlich wieder im Haus, ne? Und ich habe langsam echt Angst, dass sobald ich irgendwo hingehe, mach's nicht mal aus, das nervt ein bisschen, irgendein Gegner spawnt und mich dann verfolgen wird. Und das möchte ich nicht. Muss nicht sein. Locked. Okay, gut, dafür brauche ich wahrscheinlich neue Schlüssel, ne? Den habe ich nicht mehr. What? Das brauche ich wahrscheinlich auch nicht, ne? Nope. Das brauche ich auch nicht. Nein, geh weg. Komm, komm, mach weg. Dankeschön. Also, wo könnte ich noch nachschauen? Im Hauptgebiet? Oben? Kann ich wieder zurückgehen? Ja, ich laufe hier rückwärts hoch. Ja. Ich will jetzt irgendwas hinter mir ist. Okay, das hier wahrscheinlich, ne? Ja, du. Okay, noch ein Brief. Sehr schön. Honey, if the circuit trips again, first turn on the RCD switch, the smallest one. The kleinsten? And then the rest of them. The orange one last. Make sure you first hear a click after you turn the RCD on. It may take a couple of seconds, otherwise it will trip again. I need to take a look at this before we hand the keys over to the new owner. Okay, also den kleinsten zuerst. Wo ist der kleinste? Der da? Das scheint... Weil RCD steht vielleicht sogar dran, ne? Aber das ist der kleinste und dann alle anderen, dann den orangenen. An jeder Seite, schätze ich. Was heißt denn der kleinste? Es gibt keinen kleinsten. RCD 240. Test monthly. This switch looks important. RCD 240. Ja, deswegen sollst du den ja vielleicht auch benutzen. Test monthly. This switch looks important. Kann ich das nicht? Mann, ich will den doch... Okay, gut. Ich weiß nicht genau... Test monthly. These are already on. Ja. These are already on. These are already on. Okay, die sind alle an. Was soll ich denn jetzt damit machen? Das ist schön. Soll ich sie wieder ausschalten? Warum soll ich das tun? What? Wie soll ich die überhaupt ausschalten? Kann ich die irgendwie kaputt machen? Nein, kann ich nicht. RCD 240. Test monthly. Vielleicht erstmal den Strom This ausschalten? Switch looks important. Wohin geht das denn? Soll ich mit dem Kabel folgen? Warte mal, was kann ich... Ah, nee. Das Kabel geht... Okay, es geht einfach hier dran. Nein, das will ich nicht machen. Ich bin ein bisschen verwirrt. Ja gut. Ich weiß ja nicht mal, warum ich jetzt hier überhaupt an dem Teil dran bin. Was habe ich denn gerade vor? Ich meine, ich kann es ja auch nicht ausschalten, oder? Kann ich irgendwie ranzoomen? Nein. Soll ich mein Handy gegenschlagen? Vielleicht bringt es ja irgendwas. Vielleicht kann ich mein Handy hier aufladen. RCD ja. 240. Ich weiß, das sieht sehr important aus. This switch looks important. Gut. Das stimmt. Und jetzt? Kann ich mich wieder zurück? Nein, ich kann nicht zurück. Puh, wenn ich jetzt wissen würde, was genau ich mit dem Sicherungskasten überhaupt machen soll oder will. Ist überhaupt ein Sicherungskasten? Sieht nicht wirklich so aus, als ob es mitten im Nichts steht. Dann würde ich vielleicht auch wissen, was jetzt so mein Ziel ist. Oh, okay. Kann ich irgendwas lesen? Oh, the fuse box opener is locked in the old tower's metal bag. Ja, das. The fuse box opener is locked in the old house in my duffel bag. Das weiß ich. Das habe ich ja schon. Kann ich jetzt vielleicht? RCD Nein, kann ich nicht. 240. Aber ich habe, vielleicht habe ich es in der falschen Reihenfolge gemacht und deswegen ist es jetzt ein bisschen buggy. Aber ich meine, ich kann ja sonst irgendwie nichts machen, ne? Ja gut. Gut, ich gehe nochmal zurück. Vielleicht habe ich es in der falschen Reihenfolge gemacht. Das wäre sehr traurig. Könnte aber ja theoretisch sein.
Okay, ich habe noch eine Idee, was ich vielleicht auch noch machen sollte. Ich habe ja gerade gesehen, ich kann mir die Notizen vorlesen lassen. Vielleicht muss ich das mit der Notiz hier auch machen, weil die habe ich ja nur manuell gelesen. Vielleicht zählt das dann nicht. 13. July 2001. Ich habe gerade einen Erfolg bekommen, dass ich alle Notizen gefunden habe. Okay. Final. Haben wir ja schon gelesen. Aber vielleicht muss ich das machen, damit es auch registriert, dass ich diesen Zettel gelesen habe. Weiß nicht, ob das stimmt. Ist gerade so eine Mini-Theorie. Könnte ja sein, dass es damit irgendwas zu tun hatte. Wait. Hier ist ein Leiterstück. Warum zur Hölle nehme ich nicht einfach das gottverdammte Leiterstück, was da drin ist, und stecke das hier dran? Da könnte ich doch abhauen. Warum kann ich nicht einfach... Ist das Ding kaputt? Ah, das Ding ist kaputt. Okay. Wie, warum ich das repariere, weiß ich nicht. Ist irgendwo vielleicht noch ein anderes Leiterstück? Weil ich meine, ich gehe jetzt mal stark davon aus, das Teil ist scheißegal. Ich muss gar nichts mit dem Stromkasten da machen. Ich weiß noch nicht, warum ich den aufgemacht habe. Vielleicht für die Notiz oder so. Aber ich bin ein bisschen verwirrt. Ich muss ja wahrscheinlich irgendwie hier hoch. Finde ich vielleicht irgendwo noch ein anderes Leiterstück? Oder kann ich das Leiterstück reparieren oder so? Ich meine, hier kann ich ja auch nicht rein, ne? Locked. Nein, da kann ich nicht rein. Ey, ich bin gerade sehr verwirrt. Ich gehe mal davon aus, ich muss irgendwo ein Leiterstück finden, um abzuhauen. Und das werde ich jetzt suchen. Und finden. Definitiv. Vielleicht. Mit ein bisschen Glück. Okay. Vielleicht irgendwo hier. Ich bin gerade ein bisschen verzweifelt, weil ich einfach nicht finde, was ich finden muss. Und ich weiß nicht mal, was ich finden muss. Das ist ein bisschen eine doofe Kombination. Ein bisschen doof. Aber das Spiel scheint einfach ziemlich viele Sachen zu geben, dir zu geben, die du überhaupt nicht brauchst. Wie zum Beispiel diese Crowbar, die halt oben festhängt, wo der gesagt hat, ja, die kriege ich dann nicht raus. Und das war's dann halt. Ich brauche das Ding anscheinend auch überhaupt nicht. Wenn ich es brauchen würde, wäre ich jetzt halt im Arsch, weil ich habe es nicht bekommen und kann auch nicht mehr dahin zurück, wo das Ding war. Gut, ich hoffe mal, ich finde jetzt hier irgendwo doch noch irgendwas. Für die Moment. Vielleicht muss ich das Licht ausmachen. Vielleicht muss ich alle Lichter ausmachen und kann dann... Moment. Wenn das stimmt, dann freue ich mich. Wahrscheinlich stimmt es nicht, aber ich gehe mal davon aus, vielleicht kann ich ja erst im Sicherungskasten rumschwimmen, wenn ich alle Lichter ausgemacht habe. Kann ich das hier auch irgendwie ausmachen? Wahrscheinlich nicht, ne? Wahrscheinlich nicht so. Fuck. Kann ich irgendwie... Nein. Okay, der hier geht vielleicht nicht. Gut möglich. Aber ich habe mal da hinten das Licht ausgemacht. Mach jetzt vielleicht... Das kann ich nicht ausmachen. Vielleicht noch das Licht hier drinnen aus. Irgendwo? Wo war das? Hier. Wenn ich das auch ausmache. Ich weiß ja nicht. Mal gucken, ob das irgendwas ändert. Nein. Absolut nicht. Great. Wundervoll. Okay. Ich habe die Lösung rausgefunden. Und sie ist so logisch, dass man sich gleichzeitig so dumm vorkommt und gleichzeitig das Spiel deswegen hassen will. Aber man kann es nicht hassen, weil es dann einfach logisch ist. Ja. Da waren zwei Schlüssel dran. Und wir haben den Schlüssel, wir haben den Schlüssel stecken lassen. Wir haben den Schlüssel stecken lassen und hatten deswegen nicht mehr dabei. Und deswegen konnte ich die Tür da hinten nicht öffnen. Okay. Ich meine, ja klar, ist logisch, wir haben halt den Schlüssel stecken lassen. Und deswegen... Ich weiß nicht genau, ob ich das Spiel dafür jetzt... Ob ich das Spiel dafür jetzt lieben soll oder hassen soll, dass es so logisch ist, dass einen wirklich dafür bestraft, wenn man logische Fehler macht, die man auch im echten Leben machen könnte. Aber gut, wir sind jetzt hier in der Garage oder sowas und schauen uns hier einfach ein bisschen weiter um. Jetzt meine Motivation auch wieder... Oh, cool. Gut, hier ist halt das Ding. Wahrscheinlich war es das, ne? Wahrscheinlich kann ich jetzt einfach das Ding nehmen, kann das Licht bitte ausgehen und einfach da dran stecken und dann kann ich wahrscheinlich abhauen, oder? Wahrscheinlich war es das dann. Mal sehen. Kann ich jetzt einfach hier hoch? Ich kann es einfach hier hoch. Jetzt aber meine Frage. Warte mal, ich mach's mal. Aber wofür zur Hölle ist denn jetzt das ganze, der ganze Scheiß mit dem Licht da gewesen? Einfach nur so, for fun? Kann ich jetzt einfach abhauen? Ich kann es einfach abhauen. Oh! Jesus! Hi, ciao. Ich komme lieber weg von dir. Get away from me. Ja, hau ab. Fuck you. 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 Wir brauchen dich nicht. Wir wollen nicht, dass du hier bist. There he is. This is Lightwater Police. Oh, really? Stay where you are. Really? You're under arrest. Ja, geil. Jetzt werden wir festgenommen für die Scheiße. Get on your knees now. You
What? Under arrest. Mit welchen Beweisen? Ja, du warst hier. Weil, und so, deswegen nehmen wir dich jetzt fest. Cool, das Spiel ist gecrashed. Warum jetzt? Okay, ich gehe mal stark davon aus, es ist das Ende von dem Spiel. Ich weiß nicht, warum das Spiel jetzt nochmal crashen musste. Ist sehr unglücklich. Aber gut, das war Blameless. Verdammt cool. Und es ist so logisch, dass ich mich richtig ärgere dafür, dass ich das mit dem Schlüssel nicht gerafft habe. Weil das ist einfach... Ich bin dumm. Ich habe es die ganze Zeit gesehen. Okay, da sind zwei Schlüssel dran. Aber ich bin davon ausgegangen, wenn wir den Schlüssel brauchen würden, würden wir ihn automatisch wieder mitnehmen. Aber nein, warum sollten wir? Wir haben einfach so einen stecken lassen, weil wir doof sind. Gut, ich gebe dem Spiel 8 von 10 Punkten, weil es wirklich, wirklich gut ist. War nicht wirklich gruselig, aber die Puzzle waren cool, die Atmosphäre war cool und es ist wirklich mal ein realistisches Horrorspiel gewesen, vom Setting her und allem. Wir könnten wahrscheinlich schon vorher abhauen, aber ich weiß nicht, ob es noch ein anderes Ende gibt, wo wir vielleicht irgendwas mit der Fusebox machen können, aber die war halt schon an. Das Spiel ist brutal realistisch gewesen. Ich meine, man findet auch mal einen Zettel mit irgendwelchen Notizen für Sachen, die nicht wichtig sind. Ist dann echt auch so. Oder zum Beispiel die Crowbar, die da oben hängen, die wir nicht brauchten. Egal. Deshalb Blameless. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst bitte einen Kommentar da, wie euch das Spiel gefallen hat. Und macht in der Umfrage, die unten in der Beschreibung verlinkt ist, könnt ihr eure Bewertung fürs Spiel selbst abgeben. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Euer Corrupted. Bis dahin. Bye, bye.